Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen für die Kurzmeldungen mit mir im Studio, Ingo Bütig. Guten Abend. Ja, wir starten in die Weihnachtswoche unter anderem mit diesen Themen. Spitzenfunktion, Entscheidung über Ness-Nachfolge. Ente mit Klößen, Weihnachtsfeier für 900 Bedürftige und volle Packung, Paketzusteller im Weihnachtsgeschäft. Der Vorstand der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat sich nicht lange Zeit gelassen. 3 Tage nach dem unerwarteten Tod von Klaus Ness gibt es jetzt einen Vorschlag für dessen Nachfolge als Fraktionschef. Mike Bischoff soll den Posten übernehmen, der bisherige parlamentarische Geschäftsführer. Michael Schon über den designierten Neuen an der Spitze der Regierungsfraktion. Es ist ein Routinetermin, der dieses Jahr nichts Alltägliches hat. Ministerpräsident Woidke will vor Journalisten Rede und Antwort stehen über das vergangene Jahr. Und doch schwebt über allem der letzte Freitag, der plötzliche Tod von SPD-Fraktionschef Klaus Ness. Wir werden jetzt natürlich damit umgehen müssen, dass er nicht mehr da ist. Wir werden in den nächsten Wochen, sobald wir wieder da möglichst schnell versuchen, zumindest möglichst schnell versuchen, eine Nachfolge für den Fraktionsvorsitz zu finden. Das sind Gespräche, die da schon laufen, aber das hat alles noch ein bisschen Zeit. Es wird dann Anfang nächsten Jahres passieren. Während es hier um Flüchtlinge, Kreisreform und Pannenflughafen geht, läuft im Hintergrund allerdings schon die Entscheidung. Mike Bischoff wird der neue, bisher parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Als rechte Hand von Klaus Ness hat er die Arbeit der Fraktion organisiert. 1999 kommt er in den Landtag, arbeitet sich hoch zum finanzpolitischen Sprecher und wird SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss zur Kramnitz-Affäre. Bischoff gilt eigentlich als stiller Arbeiter. Die SPD-Führung setzt nun aber große Hoffnung in den 50-jährigen Uckermärker. Er nimmt die Fraktionsangehörigen mit, sie fühlen sich bei ihm gut aufgehoben. Und das ist auch heute immer wieder gesagt worden, dass auch im Vorstand die Arbeit von ihm da sehr, sehr geschätzt wird. Und er wird sich jetzt in einer neuen Herausforderung beweisen müssen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er erstens das Zeug dazu hat und zweitens, dass er hervorragend machen wird. Die schnelle Entscheidung dürfte selbst manches SPD-Mitglied überrascht haben. Aus Sorge vor einer zähen Personaldebatte hat sich die SPD-Spitze fürs rasche Weitermachen entschieden. Noch vor nicht mal einer Woche saßen Ness und Bischoff gemeinsam auf der Fraktionsbank. So hart kann Politik sein. Ja, und die eigentliche Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden soll dann im neuen Jahr stattfinden, am 12. Januar in der SPD-Fraktion im Landtag. 900 Menschen aus Potsdam waren heute eingeladen zur Weihnachtsfeier in ein gutes Hotel. Serviert wurde Bestes aus der Küche. Keiner dieser 900 Gäste könnte sich das eigentlich leisten. Und das genau ist das Besondere an dieser Weihnachtsfeier. Eingeladen waren Menschen, die auf der Straße oder im Obdachlosenheim leben. Theresa Majerowitsch berichtet. Es ist ein üppiges Festmahl bei Kerzenschein, das die Arbeiterwohlfahrt für Bedürftige im Dorinth-Hotel Potsdam ausrichtet. Ein Saal voll mit all jenen, die obdachlos sind oder einfach nicht so viel Geld in der Tasche haben. Für viele der 900 Gäste eine schöne Abwechslung, die sie dankbar annehmen. Finde ich immer wieder schön, gerade für die Bedürftigen und auch gerade für die Kinder. Weil ich da Menschen sehen möchte, die halt bedürftig sind, weil ich selbst bin auch bedürftig. Serviert werden ganze Menüs, dabei natürlich Entenkeule mit Rotkohl und Klößen. 2000 davon wurden gekocht. Eine logistische Herausforderung, auch für gestandene Köche, mit einer Woche Vorbereitungszeit. 360 Kilo Kohl wurden gekocht, Grünkohl, Rotkohl und Sauerkraut. Und es sind 800 Entenkeulen gekocht worden, 80 Kilo Schweinebraten. Nicht das einzig Gehaltvolle heute, denn eines spiegelt sich in diesem Weihnachtsfest immer wieder, dass Armut nicht wirklich eine Randerscheinung ist. Ja, es gibt auch in Potsdam, es gibt im Land Brandenburg mehr Menschen, die von staatlicher Hilfe abhängig sind und die darauf angewiesen sind. Und umso mehr macht es ja der Politik deutlich, wie groß sind die Lücken im sozialen Netz und wem müssen wir eigentlich alles helfen. Es ist also nicht nur eine schöne Feier heute Abend für mich hier, sondern auch nochmal ein Fingerzeig darauf, dass es noch viel zu tun gibt. Es ist bereits die 6. Weihnachtsfeier, die von der Arbeiterwohlfahrt von Herzen kommt. So das Motto. Ja, schöne Idee.
Dort, wo vor 2 Jahren noch Gesetze verabschiedet und bei Debatten heftig gestritten wurde, dort ziehen jetzt Flüchtlinge ein. Der alte Landtag auf dem Brauhausberg in Potsdam. Einst war er mal Reichskriegsschule, dann Heeresarchiv und später Sitz der SED-Bezirksleitung. Ja, jetzt bekommt er mal wieder eine neue Bestimmung. Aus Abgeordnetenbüros werden Mehrbettzimmer, aus dem Plenarsaal ein Schulungs- und Aufenthaltsraum. Sonja Löning hat sich das heute mal beim Tag der offenen Tür angeschaut. Früher saß hier mal die Verwaltung. Jetzt ist in den alten Büros alles startklar für die Flüchtlinge. Rund 70 Menschen ziehen morgen in den alten Potsdamer Landtag. Beim Rundgang heute sind auch ein paar Abgeordnete dabei, schauen, was aus dem alten Arbeitsplatz geworden ist. Der Eindruck der meisten Besucher hier positiv. Sehr schön warm und trocken. Die Räume sind hell. Mich erinnert so ein bisschen an meine Armeezeit, ja. Aber da waren wir zu 10 in einem solchen Zimmer in Doppelstockbetten, nicht? Also insofern ist schon wesentlich besser. Sehr gut, also so wie man sich eine Unterkunft vorstellt. Ich bin selbst Flüchtling gewesen und wir haben andere Situationen erlebt. Die Unterkunft ist vor allem für Familien gedacht. Bis zu 470 Geflüchtete sollen hier einmal einziehen. Noch ist nicht alles fertig und einiges provisorisch. Die Duschen noch im Container, die Küchen im Bau. Auch beim Brandschutz und Rettungswegen muss noch einiges getan werden. Wir brauchten halt einen weiteren Standort und dann bot sich der alte Landtag an. Er steht leer. Der Investor hat uns auch die Möglichkeit eröffnet, ihn für 3 Jahre anzumieten. Er ist eigentlich perfekt, weil er ist innenstadtnah zur Integration. Man ist schnell wirklich in den Bereichen der Volkshochschule zum Einkaufen. Der alte Landtag war erst im Sommer an einen Investor verkauft worden. Nun mietet die Stadt Potsdam das Gebäude für viel Geld. Knapp 1600 Flüchtlinge wird Potsdam in diesem Jahr aufnehmen. Der Stadt gehen langsam die Unterkünfte aus. Es hat sich insoweit entspannt, dass wir über Weihnachten und Silvester nicht mit Zuweisungen rechnen müssen. Allerdings haben wir unsere Quote des Jahres 2015 auch nicht umfänglich geschafft. Es sind ungefähr 650 bis 700 Menschen, die wir nicht aufgenommen haben. In diese Zimmer ziehen morgen Flüchtlingsfamilien. Nach den Strapazen der letzten Monate haben sie hier erst einmal einen eigenen kleinen Rückzugsort. Ja, und die nächste große Unterkunft im Land ist offenbar bereits in Planung. Mehr dazu von Ingo Büttig in den Kurzmeldungen. Ministerpräsident Wojtek zieht auch das Messegelände in Selchow als Flüchtlingsunterkunft in Betracht, allerdings erst nach der Luftfahrtausstellung im Juni. Wojtek sagte, sollte Brandenburg diese Kapazität nicht selbst benötigen, könnten dort auch Flüchtlinge aus Berlin untergebracht werden. Die Kosten dafür müsste dann allerdings Berlin allein tragen, zum Beispiel für Sicherheit und Versorgung. Brandenburg rechnet im nächsten Jahr mit bis zu 40.000 neuen Flüchtlingen. Die Flughafengesellschaft hat einen weiteren Baufortschritt bei der problematischen Brandschutzanlage am BER in Schönefeld vermeldet. Ein zweiter Abschnitt der Entrauchungssteuerung sei fertig. Trotz der 3- bis 4-monatigen Verzögerungen bei Planungen und beim Bau sei es weiterhin möglich, dass bis Ende 2017 die ersten Flüge vom BER starten werden. Das hat Flughafenkoordinator Brett Schneider im Sonderausschuss des Landtags noch einmal bestätigt. Er trat Meldungen vom Wochenende entgegen, wonach der BER erst 2018 eröffnet werden könnte. Meine Aussage vom letzten Mal war, ich bin optimistisch, dass der Termin gehalten werden kann. Daran hat sich nichts geändert, weder im Plus und im Minus. Zu den beiden alten Airports hieß es von der Flughafengesellschaft, wegen der wachsenden Passagierzahlen werde Schönefeld noch bis weit über 2020 hinaus gebraucht. Und Tegel, wie geplant, 6 Monate nach der vollständigen Inbetriebnahme des BER geschlossen. 4,5 Jahre Haft, das ist das Urteil am Landgericht Neuruppin gegen einen Mann, der seine Frau mit Benzin übergossen und angezündet hat. Das Paar stammt aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin und hatte im März einen Streit, der dann eskalierte. Das Gericht wertete strafmildernd, dass der Mann selbst noch versucht hatte, die Flammen zu löschen und den Notarzt zu rufen. Außerdem war er zum Tatzeitpunkt betrunken. Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde ist die Hilfsbereitschaft groß. Helfer und Betroffene trafen sich am Nachmittag, um die Spendensammlung zu koordinieren. Hunderte Fürstenwalder hatten Spielzeug und Kleidung abgegeben. So viel, dass nun vor allem um Geldspenden für die mehr als 50 ehemaligen Mieter gebeten wird. Zur Brandursache ermittelten heute Spezialisten der Polizei in der Ruine des Hauses. Beim Feuer am Sonnabend starb ein Mieter in den Flammen.
Heute konnte gefeiert werden, zumindest ein bisschen. Die Autobahn 14, die später mal Magdeburg mit Schwerin verbinden soll, die ist ein kleines Stückchen gewachsen in der Prignitz. Ganz im Nordwesten an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern wurde heute das Teilstück zwischen Karstädt und Großwarnow freigegeben. Seit 2002 warten sie dort auf den Anschluss und zack, schon 13 Jahre später ist es soweit. Friedrich Hagt. Festakt auf der Fahrbahn Richtung Süden. Die Autobahn 14 ist fertig, ein Stück weit zumindest. 11,3 Kilometer durch die Prignitz. Die Verantwortlichen sind stolz. Verbales Schulterklopfen. Wenn Sie auf eine Karte von Deutschland gucken, ist dieser Raum zwischen Hamburg und Berlin die größte autofreie Region in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Das soll sich mit der neuen Trasse ändern. Endlich, denken viele hier. Eine Bürgerinitiative und Unternehmer aus der Region kämpfen schon lange für die Autobahn. Erst im Sommer etwa mit einer kilometerlangen Lkw-Kolonne. Die A14 soll einmal die A2 bei Magdeburg mit der A24 in Richtung Hamburg verbinden. Auf 32 Kilometern wird die Trasse durch die Prignitz führen. Jetzt ist aber erst einmal nur der nördliche Teil fertig geworden. Der Rest lässt auf sich warten. Hinter der neuen Auffahrt bei Karstädt ist erstmal Schluss. Deshalb hält sich die Begeisterung heute bei vielen in Grenzen. Die Bürgerinitiative ist noch nicht am Ziel. Ich freue mich heute. Das verhaltene Optimismus, so könnte man das beschreiben. Ja, es geht voran. Das ist natürlich was ganz anderes als noch vor einigen Jahren. Aber der richtige Effekt kommt natürlich erst, wenn der Lückenschluss da ist. Größter Brocken für den Weiterbau, die geplante Brücke über die Elbe. Hier, direkt neben der alten Straßenbrücke an der Stadtgrenze von Wittenberge, soll sie entstehen. So soll sie einmal aussehen. Aber noch nicht einmal die Planungen sind abgeschlossen. Trotzdem wird die komplette Trasse spätestens im Jahr 2025 fertig sein. Versprachen zumindest die Politiker heute, als die ersten Autofahrer den frisch freigegebenen Abschnitt im Norden der Prignitz in Besitz nahmen. Schönes Bild. Nur noch 3 Tage bis Heiligabend. Die ersten, die haben schon frei, können es also ein bisschen ruhiger angehen lassen. Für andere geht es jetzt erst richtig los. Paketzusteller dürften im Moment einen der stressigsten Jobs überhaupt haben. Alles soll ja noch rechtzeitig vor dem Fest ausgeliefert werden. Bis zur letzten Minute werden sie wieder unterwegs sein. Philipp Manske hat heute in Cottbus eine Paketzustellerin auf ihrer Tour begleitet. Tausende Geschenke hält Manuela Schmaler vor Weihnachten in den Händen. Doch öffnen darf sie kein einziges. Jeden Morgen wird das Auto vollgepackt. In der Cottbuser Zustellbasis haben die Paketboten jetzt doppelt so viel zu tun wie sonst. Teilweise ist das Auto schon richtig voll jetzt zu Weihnachten. Nicht im Sommer nicht so. Da hat man auch so bei 150, 160 Sendungen so, dass man es schaffen kann. 10.000 befristete Helfer hat die Deutsche Post bundesweit fürs Weihnachtsgeschäft eingestellt, um Zusteller wie Manuela Schmaler zu entlasten. Die liegen gebliebenen Pakete während des Streiks im Sommer sind längst ausgeliefert. Jetzt läuft laut Post wieder alles rund. Ihre Tour führt sie heute quer durch den Cottbuser Norden. Ja, schönen guten Tag, Post. Ich hätte mal ein Paket. Online-Einkaufen boomt, gerade vor Weihnachten. Das ist Weihnachtspaket, das ist glaube ich der 4. oder 5. schon. Eine Schwiegertochter bestellt regelmäßig. Die ist Erzieherin, die hat nicht viel Zeit und da bestellt sie regelmäßig. Manuela Schmaler hat auch nicht viel Zeit. Und für zusätzlichen Stress sorgen andere Autofahrer. Es ist ziemlich eng und die kommen nicht durch. Nicht? Man stellt sich so weit wie möglich an die Seite oder da, wo man nicht stört. Aber manchen Leuten stört man halt. Oft wird die Postfrau schon sehnsüchtig erwartet. Andere überrascht sie. Das war völlig überraschend. Eigentlich haben wir gar nicht damit gerechnet. Nicht? Da freuen wir uns doch mehr. Schon an der nächsten Haustür wartet eine Belohnung. Schokolade als Dankeschön fürs Päckchen bringen. Mehrere Kilometer ist Manuela Schmaler täglich zu Fuß unterwegs. Da macht ein bisschen Süßes nichts aus, oder? Nehme ich trotzdem zu. Auch wenn man viel laufen tut. Der Körper ist es dann gewohnt. Aber für sie geht das schon in Ordnung. So als motorisierter Kollege des Weihnachtsmannes. Wenn kleine Kinder da sind und die ein bisschen ungeduldig sind, sage ich dann manchmal, wenn ihr nicht artig sagt, erzähle ich das dem Weihnachtsmann. Und wir helfen ja dem Weihnachtsmann, weil er dann nicht alles alleine schafft. Und dann gucken sie meist schon und dann sind sie meist dann ruhig und lieb. Bei Erwachsenen funktioniert der Trick leider nicht ganz so gut. Deshalb muss sich Manuela Schmaler jetzt auch beeilen, denn bis zum Abend muss ihr Auto leer sein.
Ja, da war noch was zu tun. Großer Bahnhof heute in Michendorf. Erwartet wurde unser Brandenburg aktuell Robur-Bus. Geplante Ankunft 14 Uhr und er war auch pünktlich und damit nicht zu spät, um vor Ort über die Zukunft des Bahnhofsgebäudes zu diskutieren. Denn die Bahn will das Gebäude verkaufen. Viele Michendorfer sind jetzt alarmiert. Die ganze Geschichte, die sehen Sie morgen bei uns. Hier aber schon mal ein kleiner Vorgeschmack von Andreas Behebel. Weit musste der Robur diesmal nicht durchs Land. Direkt südlich von Potsdam liegt Michendorf. Von den über 11.000 Einwohnern haben deutlich mehr als 1.700 für den Kauf des Bahnhofs unterschrieben. Und so stellt sich die alte Frage neu in der Gemeinde. Kann und will sich Michendorf einen Bahnhof leisten? Was spricht dafür, dass die Gemeinde das Gebäude von der Deutschen Bahn übernimmt? Immerhin ist es ja auch ein finanzielles Risiko. Sicher ist, dass vielen in Michendorf der Bahnhof eine Herzensangelegenheit ist. Auf jeden Fall will man verhindern, dass irgendwer den Bahnhof von der Deutschen Bahn kauft und dann vielleicht eine Spielhalle reinkommt oder eine Ramschmarkt. Nein, der Bahnhof soll für alle etwas bieten. Ich möchte auch, dass der Bahnhof richtig gut genutzt wird. Zum Beispiel, wenn man die Züge benutzt, dass man den Kaffee kriegt, aber vielleicht auch mal auf Toilette gehen kann. Das Gebäude heißt eigentlich Empfangsgebäude und der Name ist auch sehr richtig. Hier wurden die Reisenden empfangen und auch die, die angekommen sind, empfangen von der Gemeinde. Das ist ein repräsentativer Ort. Doch billig ist so ein Bahnhof nicht. 330.000 Euro und mehr sind im Gespräch. Und das werden nicht die einzigen Kosten sein, wenn die Gemeinde ihn erwirbt. Es sind erhebliche Sanierungsaufwendungen vorzunehmen. Es ist der moderne Schallschutz, der moderne Wärmedämmschutz anzuwenden. Und so sind viele Fragezeichen mit dem Kauf des Bahnhofsgebäudes verbunden. Trotzdem, die Befürworter des Bahnhofkaufs machen ordentlich Druck auf die Gemeinde. Denn schon im Frühjahr will die Bahn den Bahnhof versteigern. Ja, wie die Geschichte weitergeht, ob es vielleicht doch noch einen Kompromiss gibt, mit dem alle leben können, das sehen Sie dann morgen hier bei uns. Jetzt geht es um die Zukunft von tausenden Arbeitsplätzen in der Lausitz. Ingo Bürtig mit weiteren Kurzmeldungen. Der Verkauf der ostdeutschen Braunkohlesparte kommt in die entscheidende Phase. Mindestens 4 der Interessenten haben jetzt Vattenfall ein konkretes Angebot vorgelegt. Es handelt sich dabei um 3 tschechische Unternehmen und den deutschen Energiekonzern STEAG. Kaufangebote gelten für die Tagebau- und Kraftwerke in Brandenburg und Sachsen und sind bisher unverbindlich. In einem Fall soll das Angebot im unteren dreistelligen Millionenbereich liegen. Konkret äußern will sich aber niemand. Vattenfall will ab Januar dann über die Angebote verhandeln. Vor Beginn der Weihnachtsferien rechnet der ADAC wieder mit mehr Verkehr auf den Bundesstraßen und Autobahnen, besonders morgen Nachmittag und am Mittwoch. Zum Ferienbeginn in Brandenburg und Berlin besteht Staugefahr. Das könnte vor allem die A9 betreffen, wenn sich die Urlauber in Richtung der Alpen in die Skigebiete aufmachen. Mit mehr Betrieb auf den Straßen rechnet der Automobilclub auch für die A2 zwischen Berlin und Hannover und für die Autobahn 24 Richtung Hamburg. Dort müssen sich die Autofahrer vor allem in Höhe Pritzwalk auf stockenden Verkehr einstellen aufgrund einer Baustelle. Naturgemäß sind dann auch auf dem gesamten Berliner Ring viele Autofahrer unterwegs. Entspannter wird es dann wieder am Donnerstag, am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Der wiederaufgebaute Palast Barberini in Potsdams Stadtmitte wird voraussichtlich früher als Kunstmuseum öffnen als geplant. Das hat der Finanzier des Projektes Hasso Plattner angekündigt. Einen genauen Termin nannte er zwar nicht, aber die Öffentlichkeit könne sich schon vor der bislang geplanten Eröffnung Anfang 2017 in seiner DDR-Kunstsammlung umschauen. Nach Angaben von Plattner läuft auf der Baustelle alles im Zeitplan, alle Termine würden gehalten. Die historisch hergestellte Fassade zeigt sich nun ohne Gerüste. Derzeit gibt es noch letzte Arbeiten im Außenbereich. Richtfest für das Museum Barberini wurde im April gefeiert. Eröffnet werden soll das neue Haus mit einer großen Ausstellung ab Mitte Januar 2017. Die handgemachte Glasfertigung im Museumsdorf Baruther Glashütte im Landkreis Teltow-Fleming gehört jetzt zum deutschen Kulturerbe. Sie wurde in ein entsprechendes UNESCO-Verzeichnis aufgenommen. Damit werde die Bedeutung dieser Handwerkskunst gewürdigt, die von Generation zu Generation weitergegeben werde, hieß es aus dem Kulturministerium. Der Museumsverein Glashütte pflegt seit 1991 das Glasmachen im Mundblasverfahren und vermittelt es Besuchern. Er bietet auch handgefertigte Gebrauchsgegenstände in einem seiner Hofläden zum Kauf an.
2015 ist fast schon wieder vorbei. Wir zeigen noch mal das Wichtigste in unserem vierteiligen Jahresrückblick. Heute Teil 2, Streiks an allen Ecken und Enden. Ja, wir brauchten viel Geduld. Andreas König erinnert sich an die Monate April bis Juni. Vom tiefsten Winter direkt in den Hochsommer. Auch das war 2015. Der April macht ja bekanntlich, was er will, aber sowas. Sturmtief Niklas beschert den Brandenburgern gleich 2 Tage Ausnahmezustand. Mit umgestürzten Bäumen und blockierten Gleisen. Und uns wurden bestimmte Dinge versprochen, zum Beispiel, dass man uns Wasser bringt. Das ist nicht passiert. Dass man uns mit Essen versorgt, das ist nicht passiert. Dass man irgendwie für eine Möglichkeit, auf Klo zu gehen, sorgt, das ist nicht passiert. Der Frühling hält dann doch noch Einzug, pünktlich zur Buga-Eröffnung am 18. April durch den Bundespräsidenten. Das winterliche Grau weicht nach und nach der Blütenpracht. Ein hoffnungsvoller Start für das Experiment Bundesgartenschau in 5 Orten entlang der Havel. Vor allen Dingen ist das Schöne daran, dass ich jetzt hier in der Havelregion, auch mit Sachsen-Anhalt, Städte zusammengeschlossen haben und wirklich echt ein großes Highlight abziehen, was ja deutschlandweit noch nie da gewesen ist. Doch in der Folge verhagelt das Wetter im wahrsten Sinne des Wortes den Veranstaltern die Eröffnungsbilanz. Als dann Mitte Juni auch noch ein Mann bei einem Unwetter durch einen abgerissenen Ast getötet wird, ist absehbar, dass die Blumenschau unter keinem allzu guten Stern steht. Es herrscht Streiklust in diesem Frühjahr in Brandenburg. Die Angestellten wollen mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Und das nicht nur bei der Post, auch in den Kitas, im öffentlichen Nahverkehr, bei den Geldtransportern und bei der Bahn. Allein die Lokführer stellen die Geduld der Bahnkunden in mehr als 200 Streikstunden auf eine harte Probe. Das ist nicht in Ordnung. Jedenfalls nicht so oft. Da müssen sie endlich mal zu Potte kommen. Gremium bräuchte man vermutlich einen Dritten, eine Instanz, die das löst. So kommt es dann auch. Am 21. Mai setzt Klaus Wieselski, der Chef der Lokführergewerkschaft, den Streik aus. Auch wenn da die zerstrittenen Tarifparteien von einer Einigung noch weit entfernt sind. Nach 17 Jahren verabschiedet sich Horst Krause aus dem Polizeiruf 110. Das ist aber eine feine Sache. Eine Ära geht zu Ende und der Pensionär kommentiert das auf die ihm eigene Art. Was ist denn? Der Polizeiruf geht ja weiter, nimmt eine andere Richtung und das ist auch, glaube ich, das ist vernünftig, dass es so ist. Andere Richtung heißt Gen Osten. Mit ihrem neuen Partner Lukas Grigorowitsch gehört Hauptdarstellerin Maria Simon jetzt zu einem deutsch-polnischen Team und ermittelt beiderseits der Grenze. Die Buga-Eröffnung ist nicht der einzige Brandenburg-Termin des Bundespräsidenten in diesem Frühjahr. 75 Jahre nach Kriegsende gedenkt er am 8. Mai an der Kriegsgräberstätte in Lebus der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und gut einen Monat später ist Joachim Gauck dann Ehrengast beim Festgottesdienst zum 850. Gründungsjubiläum des Brandenburger Doms. Kurz vor den Ferien findet der Bahntarifstreit doch noch ein glückliches Ende. Eine Einigung nach 4 Wochen Verhandlungen, verkündet von den Schlichtern. Einer von ihnen ist Matthias Platzek. Alles ist unterschrieben, der Tariffrieden ist hergestellt. Keine weiteren Streiks zur Urlaubszeit, so lautet die gute Nachricht auch für die Brandenburger. Hat doch der Sommer bereits Anfang Juni mit Temperaturen um die 30 Grad gezeigt, dass er ein heißer wird. Ja, Sommer, das ist jetzt wohl auch das Stichwort für die Wettervorhersage. Von Winter zumindest weiter keine Spur. Wir öffnen die 21. Tür unseres Adventskalenders. Es geht wieder hoch hinaus, diesmal nach Brandenburg an der Havel. Die Aussichten. Wir sind an diesem zum Glück jetzt nicht mehr verregneten Morgen auf dem Zielrichterturm, 12,5 Meter über dem BC. Momentan ist hier nicht so viel los, das wird sich aber
ändern im Mai spätestens 2016. Ne? Ist nicht mehr so lange hin. Nein, sind nur noch 5 Monate. Was ist denn da genau für die Zuschauer, die es vielleicht bis jetzt noch nicht wissen? Ja, es finden die Europameisterschaften im Rudern hier in Brandenburg an der Havel auf dem Weltsee statt. Und wir rechnen mit einer Teilnehmerzahl von ca. 1000 Sportler und Betreuer aus 40 Nationen. Sind Sie aufgeregt? Auf jeden Fall, denn es gibt ja noch einiges vorzubereiten. Wir sind ein Team von ca. 20 Personen, die die akute Vorbereitung machen, und das kommen dann nochmal Helfer, also an einer Stückzahl von 200 dazu. Da sind Kraftfahrer, Motorbootfahrer, Helfer an Land, und eine Vielzahl von Helfern ist notwendig. Wir brauchen noch welche. Ach so, haben wir hier gleich mal einen Aufruf. Wer helfen möchte, bei Ihnen melden? Ja, auf jeden Fall, ja. Prima. Und derjenige, der hier hilft, kann dann auch einen Blick auf die hochmoderne Technik werfen, die wir uns aber jetzt schon mal angucken. Vorher aber erst einmal das Wetter für heute Nacht und morgen. In der Nacht zum Dienstag regnet es im ganzen Land. Die Temperaturen gehen bis auf 8 Grad zurück. Regnerisch und grau wird der Tag, das Ganze bei viel zu milden 14 Grad. Jetzt sind wir hier am sogenannten Hawkeye oder auch Adlerauge genannt. Diese Kamera ist das Herzstück einer jeden Veranstaltung. Die misst die Zeit. Wie genau? Bis aufs Tausendstel genau. Und misst oder filmt vielmehr auch genau den Zieleinlauf, ne? Genau, mit dieser Kamera kann der genaue Bootsabstand bzw. Abstand der Boote festgestellt werden. Das ist dann ein Standbild, und wo die Jury dann festlegt, wer gewonnen und wer Zweiter und Dritter und so weiter geworden ist. Ist es denn oft so knapp, dass man das wirklich braucht? Ja, das braucht man bei jeder Veranstaltung, bei jedem Rennen, weil die Spitzensportler eben die Leistungsdichte so hoch ist, dass es zu sehr engen Einläufen kommt. Wenn man sich nicht auf die Technik verlassen möchte, gibt es hier noch diese Schnur? Diese sogenannte virtuelle Schnur, wo man dann per Auge, das aber nicht ganz genau so, nicht so genau ist wie das Hawkeye, den Einlauf festlegen kann. Okay. Aber bisher ist die Technik hier noch nicht ausgefallen. Gut, na, da wollen wir doch drauf hoffen, aber der Winter, der ist ausgefallen und der fällt auch noch weiter aus. Gucken wir mal auf die kommenden 3 Tage. 16 Grad warm wird es am Vorweihnachtstag, dann gehen die Temperaturen etwas zurück. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden noch 12 Grad erreicht. Die Sonne zeigt sich wieder, frühlingshafte Weihnachten erwarten uns. Also, am 6. Mai rudern dann hier Europas Beste. Wir trainieren noch. Ein bisschen Zeit ist. Und mit ein bisschen Glück ist das Wetter da genauso mild wie heute am 21. Dezember. Puh, vielen Dank, Ulrike. Technik war schon mal super. Kondition klang jetzt noch ein bisschen ausbaufähig. Ja, einfacher geht's natürlich mit dem Motor. Martin Jeschke schickt uns dieses Foto. Vermutlich ein Fischer. Ganz sicher auf der Spree bei Hartmannsdorf und das im schönen, verträumten Morgennebel. Vielen Dank. Ja, das war's von uns für heute. Hier folgt wie immer die Tagesschau, und im Anschluss empfehlen wir sehr gern den RBB Montagstatort heute, Schabenhaufen. Ja, und um 21.45 Uhr dann noch einmal Nachrichten aus Brandenburg und Berlin in RBB aktuell. Morgen übernimmt hier Marc Langebeck und an seiner Seite wieder Ingo Wüthig. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Guten Abend. Die Bäume, vor allem im Norden Sachsens, leiden unter der anhaltenden Trockenheit. Waldzustandsbericht: Kiefern verlieren ihre Nadeln, Buchen ihre Blätter. Kundgebungsstress: In Dresden gehen bei 6 Veranstaltungen Tausende auf die Straße. Und Markenzeichen: Krautwickel sollen Touristen in die sächsische Schweiz locken. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Daniel Johe. Herzlich willkommen zum Sachsenspiegel. Nur noch wenige Tage, dann ist Weihnachten. Dann werden viele von uns einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen haben. Vielleicht sogar einen aus dem sächsischen Forst. Die Frage ist nur, wie geht's dem sächsischen Wald eigentlich? Der Waldzustandsbericht kam heute raus und klärt auf, ob nur wir uns wundern über das Wetter oder ob es auch dem Wald ein bisschen zu warm und ein bisschen zu trocken ist. Professor Hubert Braun und sein Team vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Sie beobachten schon seit Jahren den Zustand des sächsischen Waldes und ziehen 25 Jahre nach der Wiedervereinigung ein positives Fazit. Also wenn man die Geschichte der Waldschadenserhebung betrachtet,
dann haben sich die Wälder in Sachsen phänomenal positiv entwickelt. Beispiel Erzgebirge. Noch Anfang der 90er sah es hier vor allem in den Kammlagen katastrophal aus. Kein Vergleich zu heute. Der Waldbestand hat sich deutlich verbessert. Schlechter dagegen der Zustand im Norden des Freistaates. Vor allem die Trockenheit, verursacht durch den Klimawandel, macht den Wäldern hier zu schaffen. Wasser spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere im Norden von Sachsen, dort, wo die sandigen Böden sind, aber auch bei der Fichte bis zum Mittelgebirge. Wenn die Fichte zu wenig Wasser hat, dann hat sie ein Problem mit dem Borkenkäfer, weil sie keine Abwehrprodukte bilden kann. Um das Problem zu lösen, will der Freistaat die Wälder zum Teil umbauen. Der Mix verschiedener Baumarten soll sie besser vor Gefahren schützen. Der Mischwald trägt ja dazu bei, das Wasserhaltevermögen der Wälder zu verbessern. Und gerade in Bereichen, wo das etwas schwieriger ist, das ist unserem Tiefland, ist das so, werden wir mit dieser Reaktion, mit diesen Maßnahmen, die wir erreichen, denke ich, auch positive Effekte erzielen können. Und auch die Waldfläche in Sachsen soll erhöht werden. Von derzeit 28,5 auf 30% im Jahr 2050. Die Zielrichtung wird mit Sicherheit sein, 20.000 bis 30.000 Hektar mehr Wald haben zu wollen in diesem Freistaat. Und wenn Sie das anschauen, welche Flächenkonkurrenz heute existiert zwischen Infrastrukturleistung, Landwirtschaft, Naturschutz, ist das eine sehr ambitionierte Zahl. Doch sich ambitioniert für den Schutz unserer Wälder einzusetzen, ist gerade in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Das Jahr geht zu Ende und geprägt war es vom Thema Flüchtlinge. Mehr als 71.000 Asylsuchende, so sagte es der sächsische Innenminister heute, wird der Freistaat bis Ende des Jahres aufgenommen haben. Das ist eine große Zahl und so entsteht auch jetzt wieder eine neue Notunterkunft. Und das, obwohl im Dezember nicht mehr ganz so viele Menschen nach Sachsen kamen wie in den Monaten davor. Ein paar letzte Handgriffe sind noch zu erledigen, dann ist die Zeltstadt an der Nationalbibliothek in Leipzig bezugsfertig. Rund 400 Flüchtlinge werden in den nächsten Tagen hier untergebracht werden. Die Leichtbauhallen sind unterteilt in Kabinen für jeweils 8 Personen. Sie sind winterfest und beheizbar. Auch für ausreichend Personal während der Feiertage ist offenbar gesorgt. Laut Leipziger Stadtverwaltung sollen vor allem hauptamtliche Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Alles, was darüber hinaus stattfindet, ich sage mal Freizeitbeschäftigung, Unterstützung von Dolmetschern und so weiter über das Ehrenamt, ist natürlich sehr schön. Wir sind auch sehr froh darüber, dass es in Leipzig so viele engagierte Menschen gibt. Aber wichtig ist, dass das Hauptamt da ist. Das sind die, die auch die Verantwortung letztendlich für den Betrieb dieser Unterkunft haben. Erleichtert dürften die Städte und Gemeinden darüber sein, dass sie mit Ausnahme von Dresden zumindest zwischen Weihnachten und Neujahr vorerst keine Flüchtlinge mehr aus der Erstaufnahme übernehmen müssen. Dort hat der Freistaat seine Kapazitäten erhöht und die geringeren Zugangszahlen im Dezember haben zusätzlich für Entlastung gesorgt, verkündet heute der Innenminister. Von den rund 20.000 Erstaufnahmeplätzen ist momentan die Hälfte frei. Wir haben im Moment eine Situation, dass wir vielleicht das erste Mal seit längerer Zeit auch sagen können, wir sind wieder vor der Lage, wir haben Kapazitäten und müssen nicht von einem Tag auf den anderen sehen. Im laufenden Jahr hat der Freistaat bisher 67.500 Flüchtlinge aufgenommen. Bis Monatsende wird mit weiteren 4.000 Neuankömmlingen gerechnet. Damit wird die Gesamtzahl 2015 bei über 71.000 liegen. Eine Prognose für die Zukunft will momentan aber niemand wagen, denn trotz einer leichten Winterflaute wird spätestens im Frühjahr wieder mit einem Anstieg gerechnet. Es ist Montag, das bedeutet, in Dresden wird wieder demonstriert. Von Pegida, aber auch von deren Gegnern. Die protestieren zum Teil in der Dresdner Neustadt. Vor allem aber nutzen sie den Platz, den sonst meist Pegida hat, den Theaterplatz nämlich. Dort gibt das Bündnis Herz statt Hetze eine Kundgebung der besonderen Art. Kulturschaffende haben sich zusammengetan gegen Hass und Pegida. Sie machen ja richtig Theater auf dem Theaterplatz. Bibiana Barth, was genau passiert denn da? Ja, Daniel, die Künstler erobern sich den Theaterplatz natürlich durch Kunst zurück. Viele Menschen sind gekommen, um dabei zu sein, unter anderem auch 5 sächsische Minister von CDU und SPD. Und was den Menschen hier vor Ort geboten worden ist, das zeigen wir Ihnen jetzt.
sind nicht nur die Sänger und Musiker der Semperoper, die hier die Ode an die Freude zum Besten geben. Es sind auch die Techniker und Mitarbeiter der anderen Gewerke, die hier singen. Schon zum dritten Mal hat das Bündnis Herz statt Hetze den Theaterplatz für eine Aktion am Montag beantragt. Doch es ist das erste Mal, dass dieser Antrag auch bewilligt wurde. Also wir haben das ungefähr vor einer Woche erfahren, dass wir hier sind. Und ich denke, das war eine folgerichtige und richtige Entscheidung, dass Herz statt Hetze heute anstatt Pegida auf dem Theaterplatz ist. Denn der Theaterplatz gehört den Anständigen, jenen, die für Toleranz, Ausländerfreundlichkeit und Mitmenschlichkeit auf die Straße gehen. Drei Bands aus der Region und Ensemblemitglieder des Schauspielhauses. Sie alle wollen ein Zeichen setzen. Kultur und Humanismus statt Hetze und Pegida. Bei mir ist jetzt Wolfgang Rothe, der Intendant der Semperoper. Guten Abend. Herr Rothe, die Anfrage von Herz statt Hetze kam ja sehr spontan. Wie war Ihre erste Reaktion? Ja, wir sind den humanistischen Grundwerten als Theaterbetrieb verpflichtet und insofern haben wir gesagt, was wir tun können, das werden wir auch beitragen zu dieser Veranstaltung. Wir haben allerdings auch gleichzeitig hier eben eine Opernvorstellung zu gewährleisten, jetzt um 19 Uhr The Great Gatsby. Sie haben es gerade gesagt, Sie spielen ja auch jeden Montag. Wie sind denn die Auswirkungen von Pegida auf die Semperoper? Wir spielen nicht jeden Montag, aber viele Montage und wir bekommen eben viele Nachrichten, Anfragen von Besuchern, ob jetzt hier aus Dresden, der Region oder von außerhalb. Sind wir denn sicher? Findet die Veranstaltung überhaupt statt? Muss ich mir Sorgen machen? Es gibt natürlich viele schlechte Informationen, die man bekommen hat, negative. Und deswegen ist es wichtig, die Angst ein bisschen zu nehmen. Aber auf der anderen Seite bekommen wir im Nachgang natürlich auch viele Informationen, Briefe. Ich konnte zwar zum Opernhaus nach vorne kommen und die Vorstellung genießen, aber ich habe ein ganz komisches Gefühl gehabt, an dieser Menge vorbeizugehen. Glauben Sie denn, dass heute ein positives Zeichen damit gesetzt werden konnte? Auf jeden Fall hat hier Dresden Gesicht gezeigt, wir alle Gesicht gezeigt und das war gut so. Sind weitere Aktionen geplant? Nicht konkret, aber wir werden auf jeden Fall immer wieder auch Aktionen wie diese ähnliche durchführen mit anderen Partnern und auch unseren Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Herr Rothe, für das Interview. Ja, und ich kann nur sagen, die Stimmung hier auf dem Theaterplatz ist soweit sehr friedlich. Danke, Bibiana Barth vom Theaterplatz. Und wir schauen jetzt auf die andere Seite der Elbe. Dort am Königsufer hält Pegida ihre Kundgebung ab. Grundsätzlich dürfen heute weder Pegida noch die Gegendemonstranten sich in Bewegung setzen. Die Behörden haben nur stationäre Kundgebungen erlaubt, aus Angst vor Krawallen, wie zuletzt in Leipzig. Und Dan Hirschfeld beobachtet das Ganze auf dieser Seite der Elbe. Ist es denn tatsächlich friedlich geblieben bis jetzt? Bisher scheint die Strategie der Polizei und der Stadt Dresden aufzugehen. Die Pegida-Anhänger haben sich hier hinter mir am Königsufer versammelt. Die Veranstaltung ist gut besucht, aber sie ist stationär. Ursprünglich hatte Pegida ja geplant, durch die Neustadt zu ziehen. Die Neustadt, ein Dresdner Stadtteil, der eher als linksautonom gilt. Und das hätte natürlich jede Menge Potenzial für Gewalt beinhaltet. Ein Gericht hat das Verbot der Stadt Dresden, einen Zug von Pegida durch diesen Stadtteil zu machen, bestätigt. Und Pegida-Chef Lutz Bachmann hat am Anfang der Kundgebung gesagt, man habe das akzeptiert. Klammer auf, ein letztes Mal, Klammer zu. Er will künftig schon im Vorfeld gegen solche Verbote vorgehen. Aber ich denke, die Strategie der Polizei, die Lager zu trennen und Gewalt zu verhindern, geht hier auf. Und insofern wird es sicherlich auch künftig solche Gedanken und solche Überlegungen immer wieder geben. Dan Hirschfeld, vielen Dank für die Eindrücke und wie der Demoabend in Dresden weitergeht. Darüber halten wir Sie auf einem Live-Ticker auf dem Laufenden über mdrsachsen.de. Können Sie da zugreifen. Wenn in Dresden der Dresdner Christstollen angeschnitten wird, dann ist das ein leckeres Vergnügen, aber auch Werbung für Dresden. Und wenn ein Leipziger gefragt wird, was isst man eigentlich bei euch, dann kann er immerhin sagen, aus Leipzig kommt das Leipziger Allerlei. Nur was prägt eigentlich die sächsische Schweiz kulinarisch? Welches Essen ist typisch für diese Region? Der Tourismusverband hat geforscht und gekocht mit einem herzhaften Ergebnis. Ritterschlag für den Krautwickel. Ob mit Wildfüllung, vegetarisch oder klassisch mit Hackfleisch. Seit heute ist die Kohlroulade kulinarischer Botschafter der sächsischen Schweiz. Für ein schmackhaftes Markenzeichen wurde es angeblich höchste Zeit.
Ich denke, die Kulinarik wird immer interessanter für unsere Gäste. Und die wollen die Region nicht nur, oder in unserer Region nicht nur wandern, bergsteigen, Radfahren. Nee, die wollen auch die Kulinarik, die wollen die Region schmecken. Ursächsisch ist der Krautwickel allerdings nicht. Blanchierter Kohl kommt weltweit auf den Tisch. Der Wickel habe aber eine lange Tradition im Elbsandsteingebirge und die Hauptzutaten sollen ausschließlich aus der Region kommen. Regional ist, weil Sachsen Kohlköpfe, Hackfleisch ist regional. Ja, Wild auch regional, aber der Kohlkopf ist ja, gehört ja zu Sachsen wie die Kartoffel. Die Beilage landet als Püree auf dem Teller. Um das Gericht zu kreieren, haben vier Chefköche ihre Köpfe zusammengesteckt. Entscheidend war dabei auch, die Messlatte der Zubereitung nicht allzu hoch zu hängen. Die Kohlroulade muss durchgegart sein und trotzdem noch saftig. Darf nicht zu trocken werden. Beim Kartoffelpüree kann man auch was falsch machen. Wenn man festkochende Kartoffeln nimmt, wird es wie Knete. Richtig zubereitet habe der Krautwickel das Zeug zum Markenzeichen. Davon sind Köche und Initiatoren der Kampagne überzeugt. Etwa 2 Jahre soll es dauern, ihn auf die Karten eines jeden Restaurants zu bringen. In vielen Gastronomiebetrieben in der Region gibt es das. Und das soll also das Besondere sein, dass der Krautwickel sich auch in der Region noch mehr durchsetzt und auch noch mehr Gastronomen dann mitmachen. Ob der Krautwickel es schafft, ein Renner zu werden, entscheiden am Ende die kulinarisch ambitionierten Touristen. Kein Weltcup in Klingenthal. Der Wettbewerb der nordischen Kombinierer Anfang Januar ist wegen Schneemangels abgeblasen worden. Die Temperaturen werden möglicherweise bis auf 15 Grad steigen. Die Wettbewerbe sollen später an anderer Stelle nachgeholt werden. Rettung vor Verfall. Schloss Sachsenburg bei Frankenberg erhält 7 Millionen Euro für eine Sanierung. Die Stadt bekam einen Fördermittelbescheid von Innenminister Ulbich. Sachsenburg gilt als eines der bedeutendsten kulturhistorischen Schlossensembles im Freistaat. Künftig gibt es dort ein Museum sowie ein Bildungs- und Kongresszentrum mit Hotel. Neue Dauerausstellung. In der Leipziger Nikolaikirche lädt eine Schau über die montäglichen Friedensgebete ein. Zu sehen ist ein Abriss von den Anfängen 1982 in der DDR bis in die Gegenwart. Die Friedensgebete hatten 1989 maßgeblich zur friedlichen Revolution beigetragen. In diesem Jahr feiert die Nikolaikirche 850-jähriges Bestehen. Kondolenz für Kurt Masur. Im Leipziger Gewandhaus können sich Weggefährten in das Kondolenzbuch für den Dirigenten eintragen. Masur war am Sonnabend im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war fast 3 Jahrzehnte lang Kapellmeister am Gewandhaus in Leipzig. Mitte Januar soll Kurt Masur in der Messestadt beigesetzt werden. Wenn der Dresdner Kreuzchor auftritt in der Kirche zur Weihnachtszeit, dann kann es sehr eng werden. Aber heute ist alles anders. Es kommen mehr als 15.000 Zuhörer und es wird trotzdem nicht eng. Die Kruzianer treten erstmals in einer großen Open-Air-Arena auf, nämlich im Dynamo-Stadion. Die Überschrift des Abends lautet Danke Dresden. Der Kreuzchor dankt seiner Heimatstadt kurz vor dem eigenen 800. Geburtstag. Das Konzert, das hat gerade begonnen und wir waren vorher bei den Proben dabei. Solist Lukas bibbert. Und auch seine 129 Kumpels vom Dresdner Kreuzchor ziehen mit Schal und angeblich auch mit Unterhosen ins Dynamo-Stadion. Fritz-Walter Wetter, aber tapfer wird für das erste Stadion Open Air in der fast 800-jährigen Kreuzchor-Historie geprobt. Es ist noch warm genug, ja. Also ich hätte ja mehr Sorgen, wenn wir jetzt 10 Grad Minus hätten. Aber so werden unsere Jungs gut zurechtkommen. Das Programm fällt überraschend amerikanisch aus. Die Jazz- und Musical-Sängerin Elisabeth Markstein singt und swingt mit dem Knabenchor. Weihnachten quasi verjatzt. Der Kreuzchor von einer Band elektrisch verstärkt. Ich bin in 5 Nummern mit dabei. Hauptsächlich eben bei den amerikanischen Weihnachtsliedern, weil die Deutschen, das können ja die Kruzianer wunderbar. Einfach die Leute auch mitzureißen, mit zu klatschen, mit aufzustehen und mit zu feiern. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Und noch immer wartet der 13-jährige Lukas auf seinen Probeneinsatz. Ich stehe auf jeden Fall etwas länger hier, aber wie lange weiß ich nicht. Kalt? Ja, etwas. Und was wirst du singen, solo?
Stille Nacht, heilige Nacht, erste Strophe. Ob und wie Lukas den Abend meistert, ob und wie Weihnachtsstimmung aufkommt und sich K-Block und Kreuzchor aushalten, dazu morgen mehr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Und wir bleiben beim Thema Außergewöhnliches an Weihnachten und schauen nach Japan. Gerade mal 1% der Japaner sind Christen und trotzdem kommt mehr und mehr auch in Japan Weihnachtsfieber auf. Denn unser Fest ist sozusagen ein Exportschlager und davon profitiert auch das sächsische Kunsthandwerk. Erzgebirgische Firmen werkeln dieser Tage fleißig in Asien. Sie werben um Weihnachtsfans und wir sind hinterhergeflogen bis nach Tokio, um Ihnen das mal zu zeigen. Ines Kölner bereitet ihren Arbeitsplatz vor. Die nächsten 8 Stunden wird sie in einem Luxuskaufhaus in Tokio Engel bemalen. Ja, die ganze Atmosphäre, die Aufregung. Und das ist eben keine direkte Routine jetzt. Dazu kommt, das ist ihre erste Fernreise und im Erzgebirge lebt es sich dann doch etwas anders. Vor dem Kaufhaus Schlange stehen, bis sich Punkt 10 die Türen öffnen. Das Kaufhaus Isetan gehört zu den angesagtesten in Japans Hauptstadt und will seinen anspruchsvollen Kunden, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, auch was Besonderes bieten. Deutschland ist das Land des Handwerks. Diese Arbeit wird in Japan sehr geschätzt. Wendt und Kühn hat eine lange Tradition und auch Geschichte. Wir wissen, dass unseren Kunden die Figuren sehr gefallen. Und in diesem Jahr feiert die Firma ja auch 100-jähriges Jubiläum. Deshalb möchten wir gerne die Produkte bei uns verkaufen. Ines Kölner ist prompt gefragt. Eine Kundin möchte ihre Spieluhr signiert haben. Oh, das sind bestimmt die Namen ihrer Kinder. So vermuten wir es. Die Malerin hat immer 4, 5 Mitarbeiter an ihrer Seite. Für Fragen, vor allem aber, um die Kaufhausordnung zu wahren. Gerade angefangen gibt's die erste Zwangspause. Der Tisch muss verrückt werden. Damit hinten da Platz ist. Platz ist geschaffen, mehr oder weniger. Ines Kölner darf wieder an die Arbeit. Tokio, die Stadt von Millionen, von Manga-Figuren, von Merkwürdigem und kurzen Röcken. Weihnachten passt da nicht wirklich. Doch so langsam entpuppt sich das Christusfest als echter Importschlager. Wir haben uns einfach angewöhnt, am Jahresende mit der Familie und mit Freunden zusammen zu sein. Weihnachten ist zwar eigentlich das Fest von Christus, aber wir feiern das unabhängig von der Religion. Ganz unreligiös sozusagen. Wir wollen einfach locker miteinander Zeit verbringen. Gegen Mittag, das Kaufhaus füllt sich. Im Gewusel unter Aufsicht, unbeirrt, bemalt Ines Kölner weiter Engel. Schalt ab. Ja, ich bin schon einigermaßen gewöhnt, ja, durch mehrfache Vorführung. Die Malerin findet Tokio zwar gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz gut, sagt sie. Trotzdem freut sich Ines Kölner auf zu Hause. Die ganze Weihnachtsatmosphäre fehlt ja schon. Ist eben eine andere Welt, ist alles anders. 3 Kaufhäuser in einer Woche. Die Aktion soll neue Käufer anlocken, zieht aber auch echte Figurenfans an. Diese Japanerin sammelt seit 20 Jahren und will ein Foto zur Erinnerung. Ines Kölner lächelt wie ein Profi. Schließlich ist es nicht das erste heute. Und lächeln ist ein sehr gutes Stichwort. Gestern war Sportler des Jahres Wahl. Und da hatte eine sächsische Athletin, die ja eh schon viel lacht, noch mehr zu lachen mag. Das auch wirklich mit Grund. Schönen guten Abend, denn es war für Christina Schwanitz die absolute Krönung eines großartigen Sportjahres. Als erste sächsische Athletin überhaupt wurde die Kugelstoß-Weltmeisterin gestern Abend in Baden-Baden Sportlerin des Jahres. Und damit nicht genug, auch der nordische Kombinierer Erik Frenzel hatte Grund zur Freude. Er und sein Weltmeisterteam wurden zur Mannschaft des Jahres gewählt. Diese Auszeichnung ist auch für Erik Frenzel etwas Besonderes. Der Weltmeister und Olympiasieger erhielt die Ehrung mit dem Team der nordischen Kombination. Die 4 gewannen die lang erwartete, die heiß ersehnte Goldmedaille. 28 Jahre, nachdem Trainer Hermann Weinbuch das Gleiche geglückt ist. Ich denke, wir waren schon in den letzten Jahren oft sehr knapp dran, mal die Goldmedaille zu gewinnen. Und dass es jetzt dieses Jahr in Falun endlich gereicht hat, hat uns natürlich alle sehr gefreut und es war einfach ein großes Ereignis, dass das so funktioniert hat.
Während sich die Kombinierer gegen die beiden Biathlon-Staffeln durchsetzten, gab es in der Kategorie Sportlerin des Jahres eine Überraschung. Ist Christina Schwanitz. Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz vom LV90 Erzgebirge gewinnt diese Wahl mit dem Vorsprung von 4 Stimmen vor der Speerwerferin Katharina Molitor. Christinas Mann Thomas überreichte ihr die Trophäe. Knapp ging es ja auch in Peking zu, als sie mit 20 Metern 37 Weltmeisterin wurde, mit 7 Zentimetern Vorsprung. Ich bin ja auch die einzige Frau, die sich über 7 Zentimeter freut, ne? Aber okay. Sächsischer Humor in Baden-Baden. Auch so macht man sich deutschlandweit einen Namen. Schönes Ding. Ja, gestern also noch in Baden-Baden, heute in Frankenberg. Weihnachtsfeier bei der Bundeswehr, dazwischen Training und viele Pressetermine. Also Sie merken schon, Weihnachten beginnt für Christina Schwanitz wirklich erst am 24.12. Und an diesem Tag feiert sie übrigens auch ihren 30. Geburtstag. Bei einem Bummel über den Chemnitzer Weihnachtsmarkt blickt sie auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Sie ist ein Weihnachtsmarkt-Fan. 3-4 verschiedene besucht sie in jeder Adventszeit mindestens. Meistens zusammen mit ihrem Mann Thomas. Christina Schwanitz liebt die Atmosphäre, die von diesen Märkten ausgeht. Ich finde die Stimmung sehr schön. Ich finde die Gerüche, die Geräusche, die Musik, die Lieder, die Herzlichkeit, die unter den Menschen ist. Das gucken sehr viele sehr freundlich, was unterm Jahr viele sehr gehetzt und gestresst durch die Straßen rennen. Und hier ist es wirklich ein gemütlicher Bummel. Den Chemnitzer Weihnachtsmarkt, den vor der Haustür, mag das Paar. Besonders in die Holzkunst der erzgebirgischen Meister verlieben sich beide immer wieder. Oh, mit Trabi ist das geil. Vielleicht hat ja da der Weihnachtsmann noch ein bisschen Platz. Ich weiß nicht. Haben Sie füreinander schon Geschenke? Ja. Ja. Ja, sicher. Ja, da kommt zwar täglich was dazu, aber die so Wunschliste hört ja auch nicht auf. Im Großen und Ganzen ist alles da. Ja. Christina und Thomas haben sich über Facebook kennengelernt. Er hatte sie nach den Olympischen Spielen 2008 angeschrieben und sie hat geantwortet. Irgendwann hatten wir uns dann Monate später getroffen und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und dann war es vorbei. Aber da kannten wir uns halt schon relativ gut, weil wir eigentlich relativ unvoreingenommen uns geschrieben haben und uns unterhalten haben. Christina kommt gerade aus Südafrika, aus dem Trainingslager. Im Januar geht es schon in das nächste nach Kienbaum. Dazwischen will sie Weihnachten und ihren Geburtstag genießen. Zeit, die Ereignisse des Jahres sacken zu lassen, zu bewerten. Nach dem Europameistertitel 2014 wurde sie 2015 Weltmeisterin im Kugelstoßen. Das hätte man ihr vor Jahren nicht zugetraut. Stolz auf jeden Fall. Also das Jahr überrascht, zufrieden, aber auch ehrgeizig mit dem Blick aufs neue Jahr. Für das neue, für das Olympiajahr wünscht sie sich, gesund zu bleiben, eine schnelle, unkomplizierte Olympia-Qualifikation und einen schönen Wettkampf in Rio. An der Unterstützung ihres Mannes wird es nicht mangeln. Einen schönen Wettkampf wünscht sich in gut 7 Wochen auch die Dresdner Shorttrackerin Anna Seidel. Denn da findet in Dresden ihr Heimweltcup statt, wo sie natürlich wieder ein gehöriges Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden möchte. Zweimal hat sie in dieser Weltcup-Saison jetzt schon sensationell den Sprung aufs Podest geschafft. Wenn sie dann zwischen dem ganzen Wettkampfstress mal zu Hause ist, bleibt aber dennoch kaum Zeit zum Erholen. Schnelle Kurven laufen, ja. Komplizierte Kurven berechnen? Eher so, naja. Aber was sein muss, muss sein. Anna Seidel ist Schülerin am Dresdner Sportgymnasium. Dort sind die Gänge wie leergefegt. Kein Wunder, es sind Weihnachtsferien. Aber Anna büffelt trotzdem. Mutterseelen allein und dann auch noch Mathe. Morgen muss sie eine Klausur nachschreiben. Eine von den vielen, die sie verpasst hat, als sie rund um die Welt übers Eis geflitzt ist. Schon fit für die mathematische Kurvendiskussion? Geht so. Also ich übe gerade noch und es ist auf einem guten Weg, aber ich muss schon noch ein bisschen was machen. Ja. Dass die Pressekonferenz nach den jüngsten Weltcup-Erfolgen auch an ihrer Schule stattfand, das hat Anna gefreut. Denn hier bekommt sie alle erdenkliche Unterstützung für die Doppelbelastung zwischen Weltklasse-Sport und Abiturvorbereitung.
Wir geben Anna Aufgaben mit. Das wird hinterher mit ihren Fachlehrern ausgewertet. Da hat sie Einzelunterricht. Dieser Einzelunterricht kann durchaus auch an Wochenenden oder in Ferienzeiten liegen. Klausuren werden verschoben und zu einer Zeit, wo sie dann nachlernen konnte, nachgeschrieben. Also all solche Regelungen sind für uns ganz selbstverständlich. Anna hat derzeit einen Notenschnitt von 1,5 und das, obwohl sie 70 Tage pro Jahr im regulären Unterricht fehlt. Selbst im Trainingslager und auf Wettkampfreisen muss sie die Schule im Hinterkopf und die Schulbücher in der Reisetasche haben. Ist jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt ein 1,0er Abi haben muss oder so. Aber ich habe natürlich schon, dadurch, dass ich Sport und Ehrgeiz und solche Werte habe, natürlich schon einen gewissen Anspruch. Die sportlichen Ansprüche steigen. Der Terminstress wird auch nicht kleiner. Anna ist plötzlich das Vorzeigegirl im deutschen Shorttrack. Ein Rummel, an den sich die bescheidene Sportschülerin auch erst gewöhnen muss. Es ist schon ein bisschen komisch. Manchmal ist mir das auch ein bisschen unangenehm, gerade gegen den anderen gegenüber. Aber ja, so läuft es halt mal. Und das, ich bin halt trotzdem stolz und froh und versuche dann das Beste draus zu machen und mich gut zu präsentieren. Der Zeitplan steht. Erst die Mathe-Klausur, dann über Weihnachten an zwei freien Tagen endlich mal ausschlafen. Und schon beginnt der Feinschliff für den Dresdner Heimweltcup im Februar. Dort soll es richtig scharf gehen und endlich wieder durch solche Kurven, die Anna Seidel dann doch ein bisschen lieber mag als die aus dem Mathe-Lehrbuch. Und auch Sachsens Eishockeyspieler aus der DEL 2 haben Weihnachten nicht wirklich frei. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag wird gespielt und der Sachsenspiegel berichtet dann am Sonntag. Unter anderem vom Spiel der Eispiraten Krimmitschau gegen die Pinguins Bremerhaven. Bleibt mir noch zu Stefanie Meissner überzuleiten, die so mittelmäßige Wetteraussichten hat. Und danach geht es bei den Kollegen von MDR aktuell um FIFA-Boss Sepp Blatter und um Michel Platini. Beide wurden für 8 Jahre suspendiert wegen dubioser hoher Geldzahlungen. Wir sehen uns morgen, wenn Sie Lust haben.